Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer auf YouTube oder auf Facebook. Allen voran aber auch an alle Liberalen, die dieses Video jetzt gerade gucken und hoffentlich auch teilen werden. Ich bin hier mit dem Landesvorsitzenden der Julis Bayern, mit Lukas Köhler. Und wir reden jetzt gleich mal über Generationengerechtigkeit. Lukas, was ist denn da dein Standpunkt? Warum ist das hier in Bayern so ein wirklich wichtiges Thema? Naja, in Bayern haben wir ja die Sondersituation mit der CSU, die hier durchaus prominent Politik macht, an der absoluten Macht. Mhm. Und das Problem ist, die CSU kann eine Sache, die CSU kann Populismus. Populismus bedeutet aber, dass sie Politik im Tagesbetrieb macht und nicht in die Zukunft schaut. Okay. Und wir als Liberale sind ja der Meinung, dass gerade im Bereich der Politik wir eben nach vorne und in die Zukunft schauen müssen. Und deswegen ist Generationengerechtigkeit hier für uns ein ganz, ganz besonderes Thema. Mhm. Weil wir eben gegen den puren Populismus, gegen den puren Pragmatismus eben auch eine Stimme für junge Menschen brauchen und auch eine Stimme dafür brauchen, für die zukünftige junge Menschen, die eben ein Interesse daran haben, dass ihre Stimme gehört wird. Deswegen setzen wir uns hier in Bayern ganz explizit für eine Ombudsperson ein, also jemanden, der diese Stimme auch hörbar macht, der die Stimme der Kinder, der zukünftigen Generation in der gesamten Politik vertritt und damit eben deren Position auch sinnvoll vertreten kann. Ja, aber warum ist denn dann zum Beispiel eine Partei wie die CSU, die sich ja ausgesprochen als christlich-soziale Union versteht, dagegen? Na, das ist doch genau das Problem. Die CSU geht das Thema überhaupt gar nicht erst an. Das liegt der CSU, das sind natürlich keine Wähler, ja? Kinder können nicht wählen, Leute, die noch nicht geboren sind. Mein Sohn ist jetzt gerade 11 Monate alt, der kann noch nicht wählen, der hat noch keine Stimme. Aber wenn ich mir eine Zukunft für den vorstelle und sage, und das ist einer meiner Leitsprüche, ist zu sagen, ich möchte, dass mein Sohn mal eine bessere Zukunft hat als ich. Ja. Und wenn wir die Politik nicht heute anfangen, dann wird das nicht so kommen. Wenn wir immer nur versuchen, die Wählerstimmen der aktuellen Generation zu befriedigen, mit immer mehr Geschenken und immer mehr politischen Positionen, die einfach nicht darauf ausgerichtet sind, in 5, 10, 20 Jahren Bayern und Deutschland zu einem Land zu machen, das auch für junge Menschen sinnvoll vertretbar ist, dann werden wir da auch nie hinkommen. Und deswegen müssen wir damit heute anfangen. Deswegen müssen wir heute uns gegen diesen Sog der CSU, gegen den Sog des Populismus stellen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, euch dann auch in Bayern diesbezüglich tatkräftig zu unterstützen. Und vielleicht hat ja auch dieses Video dafür einen Beitrag geleistet. Wir hoffen auf jeden Fall auf das Beste und wünschen euch viel Erfolg und haltet die Ohren steif. Dankeschön. Danke für die Möglichkeit. Woo!